Hungriger Hugo-Sohn, let's go rein! Auf geht's! Gar kein Fall Mitglied werden, nur abzocke, Digga! Digga, ich zahle immer noch jeden Monat diesen verschissenen Rang, Alter. Monte Stream am frühen Morgen. Und ihr habt frei Homeschooling-Quarantäne oder was? Homeschooling. Urlaub, Homeoffice, gelber Schein, Bruder, den gelben Schein fühle ich. Was ist ein gelber Schein, Chat? Was ist ein gelber Schein? Was macht das? Was macht ein gelber Schein? Krankmeldung? 300 Euro macht es. Hä? Hartz IV? Krankenschein, okay. Spätschicht. Arbeitslos. Okay. Fühle ich auch. Ich habe weder Homeschooling, noch gelben Schein, noch Urlaub, noch bin ich krank. Ich muss arbeiten. Man merkt immer, was ihr eigentlich für ein gutes Leben habt. Ja, was? Wie gut es euch geht. Was? Seid dankbar, Chat. Während ihr zu Hause faulenzt, sind Leute wie Monte schwer am Schuften. Ja. Ich arbeite in meiner Mittagspause für die Lohnerhöhung. Das stimmt. Also bis jetzt habe ich schon wieder echt ein Scheißvideo. Ich habe noch nicht einen Clip von mir gesehen. Kann ich auch nur zurückgeben. Ich finde das Video bis jetzt auch echt scheiße. Friedlich am Zocken. Auch Carsten komplett aus dem Nichts. Mann! Was ist denn mit Carsten los? Mit einer großen Wahrscheinlichkeit habe ich bald... gleich habe ich AIDS! Du siehst ein bisschen aus wie die Schildkröte von Ab durch die Hecke. Schau mal nach. So ein Hund, Digga. Chat, wisst ihr, was heute passiert ist? Nein, erzähl. Meine Haushälterin meinte, dass sie heute nicht so lange braucht. Das bedeutet, es ist nicht so eine Frage. Was ich noch fragen wollte, ist es schon erlaubt? Ja, ich denke, die sind dreckig. Ja. Danke. Digga, Kevins Haushälterin, no joke. Ich war ja auch schon mal da, als sie da war. Und ich habe die ganze Zeit Witze über Kevin gemacht, wie dreckig er eigentlich lebt in seiner scheiß Wohnung. Und die Haushälterin konnte richtig relaten und fand es richtig witzig. Okay. Ja. Tommy wieder on fire. Du bist ein Knecht. Ja, super. Alter, einfach mal die Tante seines Onkels. Wie heißt das, wenn Tommy sein Cousin ist, ist es seine... Die Frau vom Onkel. Onkeltante. Wenn ich den sehe, Digga. Tante! Ich werde ihm so einen Nippeltwister geben. Oh. G, das müssen wir jetzt gewinnen, okay? Fazit, Max will gewinnen. Ich gebe mein Bestes. G-Time gibt sein Bestes. G-Time in der Compilation, das ist geil, das freut mich. Check go. Direkt mit und los. Wiki. Max perfekt in Position. Perfekt. Gegner machen Punkt. Und direkt nochmal. G-Time derweil. Nochmal drücken. Let's go. Ach du Scheiße, Kevin. Kevin entering Gottmut. Gegner geht hoch und springt über ihn. Alter. Hä? Wait, ist er runtergefallen? Oh, nein! Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Let's go! Ach, nee. Los, hast du Arsch gesehen? This girl is on fire! Digga. What the fuck? Wie kann man so schlecht in allem sein, wo man schlecht ist? Was war denn das? Ja. Ja. Im Grunde lerne ich gerade, ich will jetzt nicht sagen auswendig, aber lerne ich gerade die Terms of Service auf Twitch nochmal auswendig. Ach so. Neue Ereignisse im Fall Gebauer. Hat Hugos neues Video rausgebracht? Nee. Vibe 1.7. Cooles Video heute mit Victoria. Hast du schon das Argento Review vom Parfum Boss? Ich könnte jetzt nicht sagen, wer da irgendwie dir was zu sagen kann. Also die Jungs sind der Meinung, dass du gerade ignorierst, dass der Hugos ein neues Video rausgebracht hat. Oh nein, Alter, der Chat nimmt ihn ja so hoch. Nicht zeigen. Nein, das ist aber kein neues Video. Aber vielleicht habe ich das Video auch schon gesehen. Ja, das ist kein neues Video. Ach nee? Ich glaube, ich habe da was gesehen hier mit dem Text. Nein. Doch. Nein.
stell dir mal vor, ich hätte wieder eine Freundin, die sieht meine For You-Page. Digga. Markus droht wie eine Tomate Lul. Ah, Jungs, was meint ihr? Do. Aber das hast du auch schon gesehen. Aber alleine. Ja, alleine. Du hast mir das nicht gezeigt. Nein, ich muss dir das ja auch nicht zeigen. Eine Sache habe ich nie in der Schule gemacht. Ich habe nie Leute in der Schule gemobbt. Ich wurde gemobbt. Let's go. Ganz im Gegenteil. Ich habe immer Leute geschlagen. Chill dich, Marcel. Nani? Omae wa mou shinde iru. Kole Pizza, jetzt neu. Es waren einmal zwei Streamer. Die machten zusammen einen schönen Stream. Mhm. Dann sagte einer der beiden, er geht mal aufs Klo. Der andere musste ganz allein weiter streamen. Ach, und dann bemerkte er etwas Komisches. Bis heute fragt man sich, was dieser junge Mann da draußen gemacht hat, wo... Ja, Blumen gießen. ...wobei er doch angeblich nur aufs Klo wollte. Ich habe noch nie Alkohol getrunken und bin dann Auto gefahren. Nee, ich bin wirklich noch nie... Ich glaube, ich bin sehr safe, dass ich... Ich habe noch nie einen Fan beleidigt. Alter, Julian Bam ist ein richtiger Bad Boy geworden. Krass, Mann, krass. Nein. Ich habe noch nie jemanden in den Garten geschissen. Was? Nein. Nee, habe ich auch noch nicht. Was ist das für eine Scheiße? Schon mal jetzt mit so einem Mask auf, so. Let's go. Wolltest unbedingt May Abu Chaka. Es wird langsam Zeit, mich zu der Scheiße hier zu äußern. Die Lügen, die du über mich verbreitest. Oh, you know shit gets real, wenn Bushido auf einmal anfängt zu hovern beim Konzert, Digga. Ich persönlich bin nach wie vor der Meinung, dass YouTuber Grommis sind. Würde ich gerne mein ganzes Haus, meinen ganzen Hof so machen, dass alles abgeriegelt ist und dann eine Art Paradies für YouTuber machen könnte. Ich komm, ich zieh da nicht, naja, ich weiß nicht, ob ich da einziehen will. Dann wäre es wirklich so, dass ich quasi hier wirklich sagen kann, ja, man kann hier, ich stelle mir hier mal einen Gärtner ein, würde hier einen Gärtner einstellen, ja, dann könnten andere YouTuber von aus ganz Deutschland hier anreisen, hätten hier keine Probleme, wenn sie entspannen und chillen wollen. Ich habe hier mehr als genug Platz, ich könnte hier eine kleine Ecke mit Whirlpools einrichten. Bitte? Das Gute ist ja auch, dass die Adresse zum Glück nicht public ist. Also, das ist halt das Gute daran, dass halt keiner weiß, wo Drachenlord wohnt. Deshalb ist das eigentlich für viele YouTuber relativ safe, da hinzuziehen tatsächlich. Hier ein Haus hinstellen, voraussetzt natürlich, das muss man natürlich genehmigen lassen und alles. Das Haus hier wegreißen, ein richtig schönes, großes Haus herstellen, ja. Mhm. Mit, sagen wir mal, 5-6 Zimmern für Gäste, wo dann wirklich mal sagen, ja, 3-4 YouTuber, die kommen mal hierher, ja, und dann können sie hier chillen mal, dann können sie hier entspannen. Danke, Drachenlord, ich will unbedingt auf deine Wellness fahren. Sachen, die über die... Kannst du mir die Füße massieren? ...schon lange nachgedacht habe. Ja, Mann, ich stehe darauf, Mann, weil ich keine Zeit mehr habe in den vergangenen 6 Jahren. Egal ob du Mann oder Frau bist, ich brauch diesen Sex, egal von welchem Geschlecht. Es gibt nur zwei. Oh! Oh oh. Haare sind gegelt, fühl mich wie Vin Diesel. Ich weiß nicht, wie Vin Diesel aussieht, Digga. Die Glatze! Haare sind gegelt, fühl mich wie Vin Diesel. Man weiß aber nicht, vielleicht hat Vin Diesel ja Gel in den Haaren. Die Schlümpfe. Die haben mich so abgefuckt, ich hab sie gehasst. No joke, ich habe die Schlümpfe auch gehasst wegen Gargamel, deshalb mag ich Danny auch überhaupt nicht. Ich wollte mal, dass Gargamel die Schlümpfe endlich tötet, ja, das ich auch. Ja, ich wollte auch immer, dass Gargamel mit so einer fetten Kettensäge die ganzen Schlümpfe einfach enthauptet. Ich wollte einfach, dass Gargamel die Schlümpfe auf so einen Holzscheit legt und dann eine Kettensäge anmacht und dann den einfach den Kopf durchschneidet, Alter. Junge, und ich wollte, dass der die Schlümpfe zwischen so zwei Lamborghinis spannt und dass der dann losfährt und die Schlümpfe so auseinanderreißt, Digga. Das wollte ich. Digga, der hat sie 1000 Folgen angegriffen und hat nie einen Schlumpf getötet. Ja, ich hab ihn genommen.
Montes beste Angestellte. Ja. Platz 4, der Aquariumpfleger. Platz 3, Kate Leon. Platz 2, Agatha. Agatha hat wieder gezaubert. Und auf der 1, die Lambo-Reinigungsaffen. Was? Hat Monte sich einen Affen gekauft? Wie chillig. Monte hat sich einfach einen Affen gekauft, Junge, wie geil. Wenn Monte einen Schlangenbiss in seinen Hoden kassiert, würdest du seinen Hoden aussagen, um ihn zu retten? Wenn sein Leben davon abhängt, definitiv ja. Ehrenbruder. Ich würde auch, wenn sein Leben davon nicht abhängt, trotzdem seinen Hoden in den Mund nehmen. Aber das würde ich auch bei anderen Leuten machen. Ich lutsch einfach gern Eier. Geil, geil, geil. Nee, ist geil. Ist sehr nice, ist sehr nice. Ein geiler Streamerino heute, Leute. Ein geiles Streamerino, sag ich mal an der Stelle. Ist sehr geil. Sehr, sehr geil.